Was geht ab, man sieht weiter Hose hier und heute ist für das Boss Rush auf der Punch Version eine neue Stage hinzugekommen. Boss Rush Nummer 7, das werden wir heute auch im Video machen, Freunde. Wir kämpfen Ele Vegito, Evolution Vegeta am Ende haben wir gesehen, gegen unseren Boy Ui Goku, Thales und Jiren. Das sind die 5 Gegner in der neuen Stage, ist nur eine Stage hinzugekommen. Wenn ihr das Ganze schafft, dann bekommt ihr 35 Stones einmalig aus der Mission. Ich habe mein Broly Team mit am Start genommen, ich bin mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ich habe Broly am Start, Argel Broly, Ele Gohan, Evo Vegeta, Janemba und Cooler mitgenommen. Warum? Auf dieser Stage von der Boss Rush Stage werden wir wahrscheinlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen viele zum einen Stern-Charaktere kämpfen. Deswegen wollte ich auf jeden Fall Argel-Charaktere mitnehmen. Aber auch, ja, okay, gegen Ele Vegito wird das easy mit Broly, weil wir haben Typenvorteile übergehend erst vom In-Type. Und genau, ich glaube, bei den ganzen Stages an sich, bei den Runden, werden viele Stern-Charaktere da sein, vertreten sein. Deswegen wollte ich auf jeden Fall Argel-Charaktere mitnehmen. Und bei Ui Goku müsst ihr aufpassen wegen Items. Ihr habt meine Items zwar gesehen. Ich habe auf jeden Fall ein Items mitgenommen. Was habe ich eigentlich mitgenommen? was habe ich eigentlich mitgenommen? Wegen Ui Goku Stage. Ghost Asher und Whis, genau. Ghost Asher habe ich mitgenommen, Logo. Wegen Ui Goku Stage. Wenn wir gegen Kidama Goku kämpfen, dann kann er uns ja one-shotten. Also das ist alles doch wie üblich auf den Stages. Und dementsprechend habe ich wegen Items das mitgenommen auf jeden Fall. Ghost Asher mitgenommen. Uranai Baba wird es auch tun. Das sieht ihr den komplett quasi für die Runde. Und bei Thales habe ich jetzt, bei Thales kämpfe gegen viele Gegner auf der ersten Stage, deswegen ist Broly gar nicht mal so schlecht. Bei Thales will ich auf jeden Fall drum mich bemühen, dass ich den direkt wegklatsche, wenn er Tech-Charakter ist. Also nicht, dass er zum Argel-Thales kommt, weil wir haben ja, wenn er Tech-Thales ist, ein bisschen Zeit. Ich glaube, 2 Runden oder so sehen wir dann gleich wieder, um ihn rauszuhauen, um ihn zu besiegen. Wenn wir ihn besiegt haben, dann ist das Event fertig. Deswegen habe ich auch mehrere In-Charaktere mitgenommen, so habe ich mir mehr oder weniger das ausgedacht. Aber dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das Ganze funktionieren wird. Boss Rush 7, Freunde. Eine Stage war es nicht schlimm, ich finde es gut. Ich find, ja, wenn man es schafft, 35 Stones auf jeden Fall am Start. Kurz vorm Jubiläum auf jeden Fall mitnehmen. So viel wie geht. Und ja, Broly wird auf jeden Fall viel reißen, sonst nicht. Wenn ihr Movie-Heroes-Team habt mit Goeta, auch rein damit, ohne Probleme. Goeta wird es auch wirklich zügig hinter sich bringen, aber auch an sich. Jedes eurer Kategorie-Teams, wenn ihr gute Kategorie-Teams habt, dann werdet ihr auf jeden Fall damit zurechtkommen in der neuen Boss-Rush-Stage. Aber ihr könnt mich auch hier an der Stelle gerne wissen lassen, welches Team habt ihr benutzt für eure Boss-Rush-Stage. Und genau, wie hat es funktioniert? Ich wollte gerade überlegen, sollen wir vielleicht daraus eine neue Items-Challenge machen, so ganz spontan. Aber wegen Ui Goku, das ist die Sache. Ich weiß, ob ich den One-Shotten kann oder nicht. Ich will es nicht riskieren. Also bei der Stage, wo er uns One-Shottet quasi. Und dann immer mit dem Dodge, sehr schön. Und wir transformieren uns schon. Unser Broly will hier eskalieren. By the way, das wird aufgenommen an dem Tag, an dem quasi der Dragon Ball Super Broly Film in Deutschland startet. All diejenigen, die den Film sehen werden, wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und wir haben hier Full Power Broly und Evo Vegeta Transformation. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und genieße es. Und die Tage werden wir dann auf jeden Fall über den Film auch noch reden. Genau, jedenfalls, außerhalb davon leben wir uns mal ein wenig zurück. Oh mein Gott, das ist genau diese Rotation. Broly mit Evo Vegeta ist sehr schöne Rotation, weil hier ist auch zusätzlich Prodigies getriggert, was Evo Vegeta mitnimmt und Broly natürlich auch 10% auf den Angriff. Ansonsten, 6 Rotationen werde ich immer hin und her switchen. Jetzt bei der Stage natürlich wäre es gut, wenn ich in jeder Rotation einen Broly habe, wegen Typenvorteil. Aber dann, wenn wir mal gegen bei Jiren sind, dann werde ich rumschauen quasi, dass ich Broly auch raushaue, so ist nicht, weil der hat ja dann Typen nach, und Jiren sollte man nicht unterschätzen, der macht auf jeden Fall gut Schaden. Aber ja, bis dahin dauert das Ganze noch ein wenig und jetzt sind wir erstmal hier bei unserem Boy LR. Ah, die Transformation, die triggert sich jetzt auch. Jetzt ist die Frage mit Transformation, wenn man das skippen könnte, dann würde das zügiger gehen, aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Mich interessiert trotzdem, wie lange ich brauchen werde. Was schätze ich? Sollen wir mal 20 Minuten sagen? 20, ist das drin? Sollte eigentlich drin sein, hoffentlich. 20 Minuten. Schau mal, das Ding ist mein PC. Kann sein, dass es ein bisschen langsam ist. Deswegen, ich habe immer gesagt 20, immer den ganzen Boss Rush Stages oder bei den No Items Challenge. Aber im Endeffekt habe ich nie mit 20 geschafft. Ich versuche mein Bestes, aber wir gucken mal, wie das Ganze gleich laufen wird. Boom, raus mit dir. Achso, der hat uns angegriffen, lol. Aber Broly jetzt auch am Start mit seiner Super Attack. Ja, ob ich die Szene im Film sehen werde, ist schon auch die Frage. Sicherlich ja. Ich meine, wir wurden ja schon so viel haben wir gesehen durch die ganzen Spiele etc. Hast du eine Edition Ulti? Achso, danke schön. Okay, dann ciao. Edition Ulti? Okay, nein, dann nicht. Okay, danke. Alles klar.
AG Rolling 1.5 jetzt hier am Start. Metal Cooler habe ich mitgenommen. Warum habe ich Free-to-Play Freezer nicht mitgenommen? Free-to-Play Freezer, Golden Freezer gibt nur den Movie-Boss-Charakteren einen Boost. Ich habe ja auch Full-Power-Charaktere, sage ich mal, Evo, Vegeto und Elegorn. Und deswegen habe ich mich für Metal Cooler entschieden, weil er gibt jedem Verbündeten 30% auf den Angriff, aber nur Extreme Class Verbündeten Key plus 2. Deswegen passt das auf jeden Fall. Würde ich sagen. Alright. Yep, danke. Oh je, der will ja angreifen, bis wir noch bis morgen dran sitzen. Mir kommt es irgendwie so vor, als würde ich übertrieben lang schon für die erste Stage brauchen. Also glaube ich gar nichts mit dem mit den 20 Minuten. Der Dreams wird das, 20 Minuten. Egal, wie gesagt, ja, also ich habe es eigentlich nicht eilig, aber solange man es schafft, hat man halt die Stones und darum geht es, schätze ich. Jedenfalls, wir haben in den letzten Tagen darüber gesprochen, welche Boss Stage kommen könnte. Also ja, natürlich logisch wegen des Kategorie-Stages. Ich hätte mir zwei gewünscht, aber wir haben die Kategorien hochgezählt. Für Zeit, der ist gereicht. Aber sie haben nur eins released. Also früher oder später sollte natürlich das dann noch weitergehen mit dem Boss Rush. Aber auch an sich bin ich auf jeden Fall die Tage drauf gespannt, Freunde. Was sie mit LR Super Saiyan 4 Goku und LR Super Saiyan 4 Vegeta machen. Hier sind jetzt quasi zwei verschiedene, zwei einzelne Charaktere. Also zwei verschiedene einzelne Dokken exklusive LR. Aber mir stellt sich seit Tagen die Frage, wie werden sie? Also jetzt abgesehen vom Niederskin, logischerweise Goku sollte Goku Family boosten und der andere Boy Vegeta die Vegeta Family mit durch die Kategorie. Das ist logisch, aber okay, wenn sie, dann stellt sich halt mir die Frage, bekommen sie ein Double Lead, Kategorie Lead? Ich schätze schon, ich denke schon, ich hoffe schon. Aber die wichtigste Frage, die ich mich seit letzten Tagen stelle, ist, was machen sie mit ihnen in Sachen der Mechanik? Ich bin mir ganz sicher, sie werden die neue Mechanik bekommen, Active Skill. Aber werden sie auch eine Transformation bekommen? Weil ich würde es schade finden, wenn sie nur einen Active Skill haben und keine Transformation. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe mir die ganze Überlegung letzte Zeit auch mit den Jungs gesprochen, ey, falls sie eine Transformation bekommen, natürlich könnt ihr mich gerne wissen lassen, was ihr davon haltet, falls sie eine Transformation bekommen, wie wird das Ganze aussehen? Ich meine, werden sie direkt als Super Saiyan 4 droppen? Die SSR-Version heißt dann, sind sie Super Saiyan 4, zu was sollen sie sich transformieren? Oder machen sie irgendwas mit dem Great Ape? Dann bin ich echt drauf gespannt. Irgendeine Great Ape-Transformation oder so? Ach, dann habe ich wieder die Frage gestellt: Ja, okay, wie sollen die dann sein? Wenn die auf der LR-Status sind, dann gehe ich nicht davon aus, also wäre unüblich, wenn sie der Baseform sind oder Super Saiyan und dann sich transformieren zum Vierfachen. Schwierig. Weil auf dem Bannerbild haben wir direkt vielfach gesehen und ich gehe mal stark davon aus, dass es die SSR-Versionen sind. Ich kann mich nicht daran erinnern, was im letzten Jahr auf die Bannern waren bei LFG und Gogeta, aber ich schätze mal die Baseform. Ihr merkt es schon, ich kann das auch kaum erwarten, bis die Jungs droppen. Aber ich würde es echt schade finden, wenn sie nur, wirklich nur, einen Active Skeletten irgendwie. Die Sache ist jetzt wegen, okay, Zwecks Transformation, hier müsst ihr aufpassen, Freunde. Wegen der Transformation, warte mal ganz kurz, nicht, dass ich hier kacke baue. Oh, ich weiß nicht, guck mal, eigentlich legit, würde ich es riskieren. Versuchen, vielleicht kriegen wir ihn runter, aber ich glaube nicht, ich riskiere das nicht. Nicht, dass es allzu lang geht oder da muss wieder rein, etc. Wir aktivieren einfach mal Ghost Archer zur Sicherheit. Jedenfalls, eigentlich hat man sich ja gewünscht oder viele gewünscht oder ich habe dazu gezählt, oder gedacht, dass es ein LR4 Vegeta kommt, also ein... Eine Karte, LR Super Saiyan 4 Goku mit Super Saiyan 4 Vegeta, der sich oder die sich zu vielfachen Gogeta transformieren. Ja, das ist jetzt quasi eigentlich nicht der Fall, weil es zwei einzelne sind. Dann kam vermehrt die Frage oder viele haben es gedacht, ey, was ist, wenn sie quasi jetzt, da es ein Active Skill gibt, so eine Mechanik einführen, dass wenn man LR vielfachen Goku und LR vielfachen Vegeta hat in einer Rotation, dass man ihre Active Skills aktiviert und beide sich transformieren zu LR vielfachen Gogeta. Hört sich erstmal wirklich sehr schön an. Richtig schön hört sich das an. Aber so schön es auch ist, so unrealistisch ist es. Warum? Lasst mich euch ein, zwei Sachen sagen. Zum einen würde man dann ein Charakter würde fehlen zum einen im Team. Die haben es, by the way, doch geschafft. Also in Klammern, no item challenge. Nein, nein. Zum einen würde ein Charakter im Team fehlen. Okay. Heißt, man hätte, ja, ein Charakter würde legit fehlen. Statt 7 Charakter im Kampf haben wir nur noch 6. Also die Rotation wäre dann ein bisschen komisch. Wer würde da reinkommen? Simon oder was? Ne. Aber darum geht's nicht. Das ist quasi, ja, eine logische Schlussfolgerung. Aber, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht oder quasi auf Twitter danach gelesen, die Jungs, die da diskutiert haben, habe ich das auch mitgelesen, nämlich das hat auch jemand vorgeschlagen. Was ich gelesen habe, war folgendes. Oh, wie machen wir das hier? Wir machen das Ganze. Was ich gelesen habe, war folgendes.
Da kam nämlich auch die Frage, was ist, wenn man das, wenn sich vierfach Goku und Vegeta quasi, oh, ich hätte Broly den Dokamot geben sollen, ich habe gar nicht drauf geachtet. Egal. Was, wenn die beiden sich quasi transformieren? Das widerspricht oder das verstößt gegen die, wie soll ich es nennen, gegen die Terms of Service von Gacha Games. Also ich sag mal gegen die Regeln von Gacha Games. Warum? Denn das würde heißen, dass sie quasi, Gacha Game ist ja da, man muss sammeln, es ist ja auf Glück basiert, also es ist eh ein bisschen schwierig, dass es auf, ich sag mal so, dass es auf, das ist halt Suchtpotenzial, sag ich mal, ja, es ist ein Glücksspiel im Endeffekt, Glücksspielpotenzial ist vertreten. Und dies wiederum würde heißen, dieses Spiel würde abusen, also ausnutzen, dass wenn man auf diesen vierfachen Goku will, man für vierfachen Goku sammeln muss und ihn erstmal ziehen muss, bei den geringen Rates für den Dokkan X und LR, und dann Vegeta, dass man quasi dann mit vierfachen Goku spielen kann. Das ist halt, das verstößt halt gegen die Gacha-Game-Regeln, sage ich mal. Und sowas gab es schon mal damals in einem Spiel, so wie ich das richtig gelesen habe. Und wurde quasi entfernt, beziehungsweise danach kam die Regel. Und das darf man nicht. Also deswegen schließe ich das wirklich aus. Weil überlegt man, ist immer noch ein Gacha-Game und auf Glück, man tut mit Glück sammeln. Und dann ist es halt wirklich so, das ist schon, das verstößt schon irgendwo. Kann ich auch verstehen, das gegen humane Regeln verstößt, sag ich mal, oder gegen, ja, okay, wo man kann sich eh drüber schreiten, wegen dem Gacha-System, was ein reines Glücksspiel ist, aber das wäre halt zu viel. Also es wäre ein zu viel, dass du, wenn du für einen Charakter spielen willst, zwei Charaktere erstmal summonen willst. Ja, jetzt, da kann ich das schon verstehen. Also ich halte das für unwahrscheinlich, um echt zu sein. Ich könnte mich gerne wissen lassen, was ihr davon haltet, aber ich halte das für wirklich unwahrscheinlich, dass das kommt. Jedenfalls in dem Tag, an dem ich das Boss-Event hier aufnehme, haben wir immer noch den 29. Ich hoffe und rechne damit, dass demnächst auch die Infos zu den Charakteren rauskommen, weil ich bin auch außerhalb davon gespannt. Was haben sie drauf? Welche Passive werden sie haben? Wird einer von den beiden ein Pure Saints Lead bekommen, zusätzlich dazu? Wenn ja, wird es besser als 130% Angriff? Ich hoffe es. Und, aber ich würde dann eher denken wahrscheinlich, dass es vierfach Goku bekommt, weil Vegeta, ein Vegeta-Charakter hat ja schon Pure Saints Lead. Also ihr merkt schon, Fragen über Fragen, aber ich hoffe, das passt. Ich meine, nebenbei spiele ich ja quasi Boss Rush und ja, ich hoffe, das passt. So, eigentlich machen wir das in den Streams, aber hat zeitlich so nicht gepasst, sage ich mal. Deswegen hoffe ich, können wir so kommunizieren. Und by the way, wenn ich schon darüber rede, warum nicht? Ihr merkt schon, in letzter Zeit ist sehr, sehr viel los. Aktuell ist der Streamplan ist ja immer in der Streambeschreibung und wird jede Woche aktualisiert. Heißt, ihr wirft da am besten immer einen Blick drauf, sei es in der Videobeschreibung auf YouTube, auf Discord oder auf Twitch direkt, die Links in der Beschreibung. Genau, die werden jede Woche aktualisiert und diese Woche steht dran, es ist halt wirklich spontan, die Zeiten werden halt, also falls ich diese Woche dazu komme, ich sag's immer so, zu streamen, dann werden die Zeiten kurzfristig über meine Social Media Kanäle bekannt gegeben, sei es Discord, mein Discord-Server, auf Twitter, @dokanbattle.de. Deswegen werft ihr am besten einen Blick drauf. Ja. So viel dazu eigentlich. Jetzt kommt es mir echt so vor, als wäre ich hier 8 Jahre dran. Wir sind. Das ist erstmal das zweite Event. Ihr merkt schon, die einzelnen Events an sich, die gehen auch relativ lang. Wisst ihr, was ich meine? Und. Oh, es ist so geil zu sehen, dass mein Vegeta einfach. That, by the way, and you. Es ist einfach nur JP. Das ist JP, Freunde. Es ist so geil, einfach nur. Aber auch die einzelnen Events an sich sind schwer und die gehen lang, so ist es nicht. Jetzt abgesehen, dass von Thanos, das von... rede nicht so, komm mit sie. Wir wollen auf jeden Fall noch eine Zeit, eine gute Zeit hier zurücklegen. Das von Thanos wollen wir, wie gesagt, wenn es geht, ab der Tech Stage beenden. Wäre gut. Darauf baue ich auf, deswegen lassen wir meine Int-Charaktere hier am Start. Genau, Broly mit Ding lassen wir direkt mal drauf. Aber Broly so oder so, der darf ja ulten. Der trifft dann jeden. Und falls jemand überleben sollte, wäre das vielleicht der Strength wegen Typen-Nachteil. Deswegen lassen wir meine Lagoon auf ihn drauf. Und dann machen wir das Ganze so. Ja, noch eine andere Sache. Ja. Die sind ja jetzt zu Part 1. LR Super Saiyan 4 Goku und Vegeta. Part 2 kommt auch. Ich habe es vorhin in meinem Video aufgenommen heute Morgen. Ich habe vergessen, wann es war. Ich glaube, Part 2 sollte so 13. Februar. 13. und 19. Februar sollen den Dreh herum starten. Ich glaube, 13. war da in die Login-Boni. Die aktuellen. Jedenfalls, was kommt da? In der Battlefield-Ankündigung von heute auf JP Battlefield Season 11, was angefangen hat, stand dran, dass ein neuer Battlefield LR kommen wird für das Battlefield. Ich bin echt drauf gespannt, welcher es sein wird. Und also ich hoffe, es wird ein GT LR. Ich würde wirklich gerne LR Omega Shenlong sehen. Ja, also ganz ehrlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke,
Ich finde schon irgendwo auch geil, dass es LR FIFA, Goku und FIFA Vegeta kommen. Die kamen vor 2 Jahren. Das ist eine richtig geile Form. Aber mir kommt so vor, als hätte ich, also ich hätte wirklich lieber eher persönlich jetzt, sag ich mal, FIFA Goethe und FIFA Goethe und Omega Shenlong gesehen, weil FIFA Goethe gibt es nur eine einzige Karte und die war auch vor 2 Jahren. Okay? Von FIFA und Vegeta gibt es auch eine Karte, aber Full Power Goku, Goku so. Deswegen kommt mir das so vor, als wären die Vielfachen, als hätten, wären die schon letztlich bedient worden, sag ich mal. Aber Goethe und Omega Shenlong seit Jahren nicht mehr. Naja, gut, dann lass das Ganze mal, behalten wir das Ganze mal so. Sollen wir, sage ich, ja, nein. Wir können das Ganze auch so machen, weißt du was? Wir sollten eine gut rumkriegen, schätze ich mal. Wir haben 2 Runden, genau, und die Jungs sollten das hoffentlich schaffen, ihn hier umzuhauen. Let's go. Ja, Freunde, ich weiß nicht, was Superzeit kommen wird, aber auf jeden Fall zum Vieren geht wirklich sehr, sehr viel. Wenn ihr euch einfach nur jeden Tag einloggt, am besten macht ihr das. Apropos Vieriges JP, auf Global ist das 4. Juli, aber jeden Tag bekommt ihr einfach 5 Dragonstones, also 4 vom Login-Bonus, einfach einloggen, 1 von den Special Missions, von den Daily Missions. Dann bekommt ihr jeden Tag zum Login 1 Ticket und durch die Daily Mission 2, also 3 Tickets pro Tag, und die Tickets sind alle LR. Das ist eben die Zeit, wo ihr alles mitnehmen könnt. Heißt, falls ihr euch fragt, ey, soll ich mit JP anfangen? Ja, nein. Fangt an. Fangt einfach an, warum nicht? Falls ihr euch fragt, wie lädt man JP runter für mein Android-Gerät oder iOS-Gerät? Ich habe das für ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne ansehen. Den Link werde ich auch in die Beschreibung setzen. Wenn ich es vergesse, erinnert mich auf jeden Fall dran. Und ihr merkt schon, jetzt ist ein bisschen auf Talk-Basis, weil normalerweise mache ich die solche Events, die ein bisschen länger gehen in Streams. Jetzt sitze ich alleine hier und rede mit mir, aber ist nicht schlimm. Ich hoffe, es ist wirklich nicht schlimm. Und ja, vielleicht ziehe ich... Alter, Evo, wie geht's? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Richtig geil. Einfach mit einem Dupe und der transformiert sich jedes Mal. Das ist so ein geiler Charakter auf jeden Fall. Und dann in einem 170% Team. Also mit dem, auf den Angriff. Das sind der Dreams. Das sind legitimately der Dreams. Und Thales beenden wir locker. Den haben wir raus. Also wie gesagt, wenn ihr Thales hier beenden könnt, dann macht das, besiegt ihn. Dann habt ihr sie, ja, dann macht ihr es durch das Leben einfach leichter. Ah, ich hätte vielleicht die 2 Brolys hier drin lassen sollen. Weil wir danach gegen Jiden kämpfen. Egal, ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Sollte auf jeden Fall klappen. Aber bei Jiden muss ich aufpassen, weil der macht viel Schaden. Den sollte ich auf jeden Fall nicht unterschätzen. Raus mit dir, let's go. Oh mein Gott. Ja, der Mouse-Button wird getätigt. Ja, Freunde, wir sind nervös. Bin ich ehrlich. Bin gehypt auf den Film. Man merkt es an meiner Stimme. Bin gehypt auf den Film. Bin gehypt auf die 4-Ring-Chars. Auf Global kommen die Dragon Ball Super Broly Charaktere endlich mal. Demnächst, ne? Mitte Februar, Anfang Februar. Anfang Februar, ja doch, Anfang Februar. Erste Zeit kommen die Free-Play-Charaktere. Und ich hoffe dann spätestens Mitte Februar. Wobei das wirklich schon viel zu spät ist. Dann die Charaktere, Banner-Charaktere. Es ist halt wirklich legit schon viel zu spät. Aber was soll's, was soll man machen? Ich sehe schon auf die Uhr, wir sind schon bei 18 Minuten. Das wird nichts mit der 20 Minuten. Das wird nichts mit der 20 Minuten Marke. Egal, passiert. Aber ja, wenn man, ich merke das ja, wenn man zu der Zeit in Dokkan Battle ein Katori-Team hat, ein gutes Katori-Team, dann schafft man die meisten der Events. Das erzähle ich euch seit langem, vor allem Portara, wie gesagt, ihr wisst, wenn ich sie... Mach's dann natürlich, also... Ich nehme es da ein bisschen auf den Arm, aber es ist mein völliger Ernst, wenn ich sage, wenn ihr Portara-Team habt, dann habt ihr das Spiel durchgespielt. Dann mache ich keinen Spaß. Mache ich legit eigentlich keinen Spaß. Weil mit einem Portara-Team, also ein gutes Portara-Team, das schafft ihr so vieles. Mit den meisten Katrui-Teams auch, so ist es nicht. Aber mit Portara-Team Battlefield schafft ihr da die schwersten Stage, sage ich mal. Super Battle oder Portara-Stage oder so etc. Aber ja. Ja, lange Rede, kurz den. Sofern ihr in der aktuellen Zeit ein gutes Katrui-Team habt, dann kommt ihr auf jeden Fall gut durch bei den Stages. Deswegen wünsche ich mir vor allem auch mit der Einführung der Active Skills, dass mal irgendwas gameplay-technisch gemacht wird, weil bis jetzt ist dieses Active Skill nur ein nettes Gimmick. Wenn ich es aktivieren kann, aktiviere ich es. Was ich will, ist, dass ich überlegen muss, gut planen muss, einkalkulieren muss, wann ich meinen Active Skill aktiviere, damit ich das Event schaffe. Bin echt drauf gespannt, ob irgendwas irgendwie noch da was geht in der Richtung. Ob irgendein krasses Event noch kommt oder so. Naja. Genau, Broly hauen wir raus, weil wir danach gegen Strength Jiren kämpfen. Ich werde Jiren nicht unterschätzen. Er wird auf jeden Fall, denke ich, trotzdem gut Schaden machen, auch wenn es physisch Broly ist. Und auch wenn er gut defensiv ist, also defensiver hat, sag ich mal, behalten wir das Ganze mal 3 Millionen auf Elegoan. Genau das.
Ja, der Gorn fühlt sich auch auf jeden Fall wohl. Shocking Speed ist vertreten, Prepare for Battle ist vertreten. Fierce Battle, Super Saiyan. Alles easy. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Boah, die Events, die einzelnen Events gehen echt lang. Alter, schon wieder! Hey, das ist. Der hat sich, glaube ich, jedes Mal transformiert. Der statt Evo Vegeta, der will. Ja, natürlich transformiert er sich, weil wir gegen Jiren kämpfen. Wir will jetzt aufs Maul hauen. Jetzt achte ich mal mehr drauf, was der so drauf hat. Ah, okay, ein bisschen schade hier, weil ich wahrscheinlich. Doch, werde ich auf eine Ulti kommen? Ich hoffe. Oh, sieht ganz knapp aus. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warte, Janemba hat kein Prepare for Battle, logischerweise. Beziehungsweise Vegeta, besser gesagt, hat kein Shocking Speed. Ja, okay, ist jetzt wenig getriggert. Leider wenig getriggert in Sachen Linkskill. Aber guck mal, was angeht. Angriffssets 1,46, sehr schön. Nicht unterschätzen. Der hat bei mir Ghost Talent im Cube, aber nicht unterschätzen. Er greift mehrmals an und kann kritten. Ist halt RIP. Ja, seht ihr, erste Crit kam durch. Bam. Okay, die können natürlich keine Super-Attack sein, aber das zählt dazu zum Damage. Und dann. Boom! Eine Edition Ulti hast du mir noch, oder? Ach, Bidi? Okay, dann halt nicht. By the way, additional Ding, jetzt wo wir über Evo Vegeta reden. Letztens hat jemand, also schaut wirklich an Dokkan Reddit, kann ich euch auch empfehlen, da sind die Jungs wirklich sehr gut unterwegs. Das gab es aber schon lange, also die Vermutung oder das wurde dann quasi auch bestätigt, dass wenn ein Charakter additional Attacks startet, im Beispiel von Evo Vegeta, es dann beeinflusst, dass quasi die additional Attack von dem Dupe-System eine erhöhtere Chance hat. Oh je. Oh je. Eine erhöhtere Chance hat. Oh je, wieso kann ich den da hinten nicht bewegen? Wenn er mich jetzt ultet, tut das sehr weh. Vielleicht hätte ich ihn in die Mitte stellen sollen, ich weiß nicht. Naja, okay. Okay, nochmal zum Kontext irgendwie. Ich habe total alles vergessen. Nochmal zum Anfang zurückspulen. Jedenfalls im Fall von Evo Vegeta. Evo Vegeta macht hier seinen ersten Angriff mit dem Ki, die er einsammelt. Dann macht er durch die Passive 2 weitere Additional Attacks. Und dann, danach, wird quasi der Additional Attack von dem Dupe System angeschaut. Nehmen wir mal, es geht in 15-11, 15 Crit 11 Additional Attack. Also danach wird gesehen, okay, 22%, ob er noch eine Additional Attack startet. Und das ist dann 50-50, ob es eine Super Attack wird. Also zu 11% eine Additional Super Attack. Oh, waren das 3 Super Attacks? Nice. Jedenfalls. Das hat man quasi angenommen, so wie es bei Evo Vegeta ist in dem Beispiel. Er macht seinen ersten Angriff, zweite, dritte durch die Passive und die vierte ist dann quasi zu 22% eine Additional Attack und die ist zu 11% eine Additional Ulti. Jedoch, aus den jüngsten Forschungen, sag ich mal, wirklich Shoutout an die Jungs, die da sich hinsetzen und das Ganze forschen, aber sowas feiere ich, die haben herausgefunden, dass die Rate, die Chance erhöht wird, dass Evo Vegeta dann am Ende eine Super Attack startet, also dass quasi die Chance, dass es eine Super Attack ist, diese wird erhöht pro Additional Attack, die er startet durch seine Passive. Heißt, mit jedem Angriff gibt es einen Proc, sag ich mal, und dieser Proc erhöht die Chance, dass der letzte Angriff von Evo Vegeta eine Ulti ist. Heißt, es ist dann legit nicht bei 11%. Dass Evo Vegeta mit seinem letzten Angriff eine Ulti startet, sondern höher. Denn die Angriffe zuvor procken die Chance, dass es quasi ein Ulti wird, die Rate, sage ich mal. Das ist interessant, das ist wirklich interessant. Und falls euch mal aufgefallen ist, Evo Vegeta tut schon mehr auf der letzten Ulti oft Super Attacken, wenn wir uns ehrlich sind. Das liegt eben daran, dass es eben nicht so, dass es dann quasi nur 22% sind, in meinem Beispiel 15-11, sondern es ist dann höher. Dass eine Edition Ulti startet und diese dann quasi Edition Attack starten sorgen und diese dann eine erhöhtere Rate hat, aber erhöhtere Chance hat, dass es eine Ulti ist. Und das hat man dann quasi mit Kontern getestet. Selbes Szenario mit Kontern. Mit zum Beispiel Super Vegito. Da hat man geschaut, wenn Super Vegito öfters kontert, ob sich dann dadurch seine Edition Ulti erhöht, also die Chance, dass er die Edition Ulti startet. Und das tut es tatsächlich. Und wenn ihr jetzt euch mal überlegt, wenn ihr euren Super-Vegito, sei es AGL oder physisch, wohin stellt, wo ihr viele Angriffe bekommt, seht ihr, das ist die letzte Edition Ulti, die passiert so oft. Wenn ihr euren Vegito, AGL oder sei es viel Super-Vegito dorthin stellt, wie zum Beispiel hier, wo er viele Konter macht, dann tut der daraus quasi, dann erhöht sich daraus die Chance, dass er eine Edition Super-Attack startet. Und das, also wenn ihr das mal unterbewusst ist, wahrscheinlich vielen aufgefallen,
Oder wahrscheinlich hat sich der eine oder andere gefragt oder gefreut, ey, mein Vegito, der tut echt oft Edition Ulten. So war es bei mir vor allem Super Battle Royale. Ich habe den immer dargestellt, wo er viel Angriffe bekommt und der hat dann immer oft eine Edition Ulti gestartet. Lange Rede, kurz Sinn, im Endeffekt wird dann eben auch kontern. Wenn dieser Charakter, je mehr er kontert, desto höher wird seine Rate, dass eine Edition Ulti startet. Und, wenn wir das jetzt eins und eins zusammenzählen, okay, heißt Edition, Attacks haben eine Einwirkung, Auswirkung darauf, dass der Charakter eine Additional Super Attack starten kann. Und Konter ebenso. Natürlich, ich rede gerade die ganze Zeit von Charakteren, die diese Mechanik auch logischerweise haben. Heißt, dass sie logischerweise durch ihre Passive Additional Attack starten, durch ihre Passive Kontern, ja. Bei diesen Charakteren zählt das alles, was ich sage. Und wenn man dieses beides verknüpft, Freunde, der Legend auf physisch Vegito Blue, der hat Additional Ultis, Additional Attacks in seiner Passive und Konter. Und wenn ihr jetzt mal zurück überlegt, als Super Vegito Blue rauskam, der physische, Lecco Mio, da hat es mich gewundert, shit, tut der oft Super Attacken. Das liegt wahrscheinlich dann auch daran, dass es quasi auch geprockt wird immer. Ja, so viel dazu. Es ist wirklich eine sehr schöne Kenntnis gewesen in Sachen Mechanik in Dokkan Battle. Ist auch sehr wichtig auf jeden Fall. Hat vielleicht ein bisschen lang gedauert, dass ich es euch richtig sagen konnte. Tut mir leid, weil ich habe gerade legit Hunger. Und wenn ich Hunger habe, kann ich eigentlich nicht klar denken. Aber ich habe versucht, es wirklich so gut und verständnisvoll wie möglich rüberzubringen. Wobei es wirklich eigentlich auch einfacher gesagt werden konnte. Aber ich hoffe, ihr habt das Ganze verstanden. Jetzt sind wir auf der letzten Stage. Und die letzte Stage sieht hier folgendermaßen aus. Wir sind bei 26 Minuten. Ja, also bei mir, wenn ich... beim Rohschnitt, wenn ich das Ganze hier aufnehme. Deswegen, die 20 Minuten sind ein Dream. Ich hoffe, ist aber nicht schlimm. Deswegen sind wir hier auf der letzten Stage. Ihr seht, es ist auf jeden Fall machbar. Items haben wir benutzt, so ist nicht. Aber nicht schlimm, würde ich sagen. Nicht schlimm. Hauptsache, man schafft es. Danach bekommen wir 35 Stones. Die sparen wir uns für die Banner. Und haben mich echt drauf geschaut, was abgehen wird. Ich kann es kaum erwarten, legit. Kann es wirklich kaum erwarten. Falls jemand fragt, ist mir einfach so spontan aufgefallen. Ja, wäre es dann nicht sinnvoller bei Evo Vegeta, mehr auf Additional Attack zu gehen? Nein, 15 Crit, 11 Additional Attack dennoch. Warum? Denn Evo Vegeta's Additional Attacks, die er durch die Pässe startet, die können ja nie eine Ulti sein. Sondern nur die letzte. Und die vom letzten wird halt, da wird die Chance erhöht. Und bei Tech Vegito Blue ist dann eine andere Sache. Bei denen kann man zum Beispiel auf 14 Crit, 12 Additional Attack gehen, um dann ein bisschen mehr Additional Attack zu gehen, damit es eben bei dem einzelnen prockt, die Chance prockt, dass die Additional Ultis von ihm höher werden. Also die Chance darauf, genau, dass eine Edition Ulti startet. Genau, Freunde, so viel zu der kleinen Dokkan-Stunde. Man wird auch daily schlau einfach auf jeden Fall. Und wenn ich den Link dazu finde auf Reddit, dann füge ich ihn auch in die Beschreibung. Kann der ein oder andere nachlesen, falls er das möchte auf jeden Fall. Und wenn ich es vergesse, erinnert mich dran auf jeden Fall. Kann sein, dass ich jetzt vergesslich werde, weil sehr viel los ist. Sei es in Dokkan etc. Aber gut, jetzt kommen wir zur allerletzten Stage von Evo Vegeta. Zum Abschluss vom heutigen Video. Broly ist ready, der will den zur Seite hauen. Also Broly wird es auf jeden Fall wissen, der will den wirklich zur Seite hauen. Oh my god. Ich wusste es, ich wollte es gerade sagen. Verdammt, hat er sich oft transformiert heute. Das hat mich so gefreut, nachdem ich so einen Dupe ziehen konnte. Ey, ganz ehrlich, so ein Dupe macht so viel aus, ohne Spaß. Das ist so geil, es ist so geil. Evo Vegeta dubbt jetzt Evo Vegeta. Genau das in die Place. Genau das wollen wir heute sehen, wie er sich selbst dubbt. Jetzt kommt, jetzt schauen wir mal drauf. Let's go. Mit dem Super, das ist ein sehr schönes Szenario für meinen Evo Vegeta. Jetzt bin ich doch gespannt. Einzig, was hin würde, wäre Warrior Gods in Sachen Angriff. 1,72 mit einem Cube. Genau das. Yeah, deswegen ist dieses Team so geil. Crit, let's go. Edition Ulti, die kann keine Super Attack sein. Noch eine. Und hier, da tut es immer procken. Da wird die Chance erhöht, dass die letzte Edition Ulti sein kann. Vorführeffekt? Natürlich nicht. Vorführeffekt? Legit nicht mal Edition Ding gestartet danach. Attack. Oh mein. Aber zuvor haben wir es aufgesehen. Zuvor haben wir es aufgesehen. Oh, der hat gut Schaden gemacht. Ey! Warum macht er so viel Schaden? Wenn ich jetzt noch verliere, weil ich mit Items gegeizt habe, bitte nicht. Bitte nicht. Broly, komm. Hau ihn zur Seite. Edition Ulti, komm! Achso. Dankeschön.
War schön, dass ich schon Ulti. Gefällt mir. Ja gut. Ein Cooler wird zwar gut Schaden bekommen, aber wir sollten das überleben. Denn eine Super-Attack hat er schon geschaut. Achso, logischerweise, wir haben so viel Schaden bekommen, weil er unsere Verteidigung massiv verringert hat. Und er kommt also gerade mit dem Dodge. Metal Cooler. Okay, die Transformation zwischendurch, die nehmen schon viel Zeit weg, bin ich ehrlich. So geil es auch ist, die nehmen schon viel Zeit weg. Naja, was soll's. Zum Finale dürfen wir hier bitte dann langsam Schluss machen. Ich heal mich auf jeden Fall, ich gehe kein Risiko ein. Wenn nämlich der Ulti, dann ist halt RIP. Sing, heal uns doch am Ende, denn der bitte geben Sie uns die Kraft, die wir brauchen, um das Ganze hier zu überstehen. Dann lass uns das Ganze beenden, damit wir unsere Stones holen können. Oh, gut, Schaden macht er auf jeden Fall. Jo, wie geht's da? Nicht schlecht. 1,9 Broly ist schon der Beste, ganz ehrlich. Ich bin aber ehrlich, mit dem Movie Heroes Team würde das Ganze schneller gehen. Movie Heroes Team, das schnellste Team, was es gibt aktuell. Weil du hast da. Du hast einfach Gogeta. Du hast drei Gogetas. Deinen eigenen Gogeta, Argel, den Friend und sei es der Strength oder Inkogeta, die sehr effektiven Schaden machen. GG, du haust da alles links und rechts weg. Aber so viel zu der Boss Rush 7 Stage. Schwierigkeitsstufe Super 3. Und wenn ihr das Ganze geschafft habt, bekommt ihr dann quasi einen Stone für das erste Klären. Aber auch dann über die Mission 35 Stones, Freunde. Dementsprechend hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. War ein bisschen unterhaltsam, hoffe ich. Und da poppt unsere Mission schon auf, richtig. Dann können wir das Ganze abholen. Sehr schön, 30 Minuten angebraucht. Genau, schöne 30 Minuten. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, Freunde. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like, wie gesagt. Ich hole noch kurz die Stones ab, damit ihr das Ganze auch seht. Und dann hoffe ich, wir sehen uns die nächsten Tage. Ich wünsche auf jeden Fall jedem sehr viel Spaß beim Dragon Ball Super Broly Film. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.